Es gibt wohl nur wenige Schulen in Deutschland, an denen junge Leute sich so sehr vorkommen müssten wie im Zauberei-Internat Hogwarts. Ein Hauch von Harry Potter scheint das Gelände zu umwehen. Schließlich hat dieses ganz reale Internatsgymnasium seinen Sitz in einer ehemaligen Abtei aus dem Mittelalter. In der Landesschule Pforta bereiten sich Schülerinnen und Schüler aber nicht aufs Zauberexamen vor, sondern aufs Abitur. Das ist in diesen Pandemiezeiten eine Herausforderung für alle Abschlussklassen, aber erst recht in einem Internat. Unsere Mittendrin-Reporterin Friederike Roman ist der Frage in Naumburg in Sachsen-Anhalt nachgegangen. Bedecke deinen Himmel, Gott, mit Wolkendunst. Goethes Prometheus, neu interpretiert von Josephine und Fiona, Abiturientinnen an der Landesschule Pforta in Naumburg. Seit einigen Wochen haben sie wieder im Klassenraum Unterricht. Bald beginnen ihre Abi-Prüfungen nach zwei Lockdowns, Homeschooling und einem Jahr, das für beide anstrengend war. Und deswegen bin ich jetzt super dankbar, dass wir als Abschlussklassen jetzt gerade das Privileg haben. Und natürlich ist es gemein den anderen Klassen gegenüber, aber ich bin voll froh, dass wir wenigstens hier sein dürfen. Es ist total wichtig für mich. Pforta gibt mir sehr viel Struktur, sehr viel Halt, was ich zu Hause nicht so sehr habe. Pforta, so nennen alle hier liebevoll ihre Schule. Ein Internat im Saale-Unstrut-Tal mit Gemäuern aus dem 12. Jahrhundert. Für viele ist Pforta eine zweite Heimat. Doch vor Ort sein dürfen wegen Corona derzeit nur die Abiturienten. Es ist still, wenig los. So war es fast ihr ganzes Abschlussjahr, erzählen Fiona und Josephine. Ein Jahr, auf das sie lange hingefiebert hatten und das jetzt ganz anders war. Und dann ist man 12er und dann ist man hier und kennt alles. Und dann sind irgendwie jüngere Schüler, die einen auch so ein bisschen bewundern. Also das ist irgendwie was, worauf man sich richtig freut. Die 12. Klasse in Pforta. Also wir dachten immer so, das muss das krasseste Jahr sein. Und dann, wenn man jetzt so mal versucht, sich zu erinnern, was haben wir in unserer 12. eigentlich gemacht, dann ist es halt sehr, sehr ernüchternd. Fiona und Josephine singen im Chor. Proben sind normalerweise hier in der Klosterkirche. Auch die fallen seit Monaten aus. Genauso wie die Fahrt zu einem Chorwettbewerb in Verona. Das sind Sachen, auf die man sich total gefreut hat, auf die man schon lange gewartet hat. Und es gibt keinen Weg, sie jetzt, also diese Erfahrungen wiederzubekommen. Es ist sehr schade. Nachmittags trennen sich die beiden und gehen in ihr Internatshaus. Insgesamt gibt es davon 5. In jedem wohnen normalerweise 50 bis 70 Schüler. In Fionas Haus sind sie derzeit zu dritt, in ihrem Zimmer zu zweit. Besuche bei anderen sind nicht erlaubt. Auch hier, wie auf dem gesamten Schulgelände, ist es merkwürdig still. Hat Vor- und Nachteile zum Lernen, ist natürlich praktischer. Aber grundsätzlich ist es schon auch schade, dass die Gemeinschaft so fehlt. Man trifft sich ja durchaus auch mal in einer größeren Gruppe und guckt mal einen Film zusammen oder, keine Ahnung, feiert man Geburtstag oder solche Sachen. Ja, es fehlt. Vereinzelung statt Gemeinschaft. Am Internat hat sich das Leben geändert. Einiges ist weggefallen und auch der Ausblick ist eher dürftig. Ob es eine Abschlussfahrt oder einen Abiball geben wird, ungewiss. Natürlich ist man immer voll wütend, wenn man gerade neu erfährt, dass wieder irgendwas ausfallen muss. Aber wenn ich so zurückblicke, bin ich voll dankbar für alles, was wir irgendwie trotzdem hingekriegt haben. Und ich glaube, dass wir hier in Pforta auch ziemlich kreativ waren. Und ich finde, man muss jetzt nicht nur rummeckern. Spazieren gehen, die Internatsalpakas besuchen. Josephine und Fiona machen das häufig nach dem Unterricht. Viel mehr können sie gemeinsam nicht unternehmen. Wie werden sie in Zukunft wohl auf diese Zeit, ihr Abschlussjahr, zurückblicken? Stressig. Sehr viel Stress. Ich meine, Abitur an sich ist schon ganz schön anstrengend und dann kommt Corona dazu und ja, also ich glaube, eher negativ. Ich glaube, vielleicht schauen wir auch zurück und denken so, Pandemie haben wir weggesteckt, was sind wir für ein krasser Jahrgang. In wenigen Monaten wird Pforta nicht mehr das Zuhause von Josephine und Fiona sein. Beide wollen nach dem Abitur studieren und hoffen, dass Corona dann kein so großes Thema mehr sein wird.